Es gibt verschiedene urbane Legenden über die sogenannten Melonheads. Sie werden als deformierte Mutanten oder Inzuchtmenschen beschrieben, die in der Wildnis leben und Passanten angreifen. Viele, die an ihre Existenz glauben, sind der Meinung, dass sie sich immer noch aktiv fortpflanzen. Die Melonheads bekamen ihren Namen aufgrund ihres beunruhigenden Aussehens, das deformierten Kindern mit geschwollenen Köpfen ähneln soll. Obwohl dies von vielen als Fiktion abgetan wird, behaupten einige immer noch, diese Kreaturen in Wäldern, wo sie angeblich leben sollen, gesehen zu haben. Je nach Legende wurden sie entweder mit schweren Missbildungen geboren oder waren das Ergebnis grausamer Experimente. Unabhängig von der Herkunft berichten beide Geschichten davon, dass die Kinder in einer Anstalt schrecklich misshandelt wurden, was dazu führte, dass die gequälten Seelen schließlich ausrasteten und blutige Rache an ihren Peinigern forderten. Danach sollen sie in die Wildnis geflohen sein, wo sie aufgrund von Isolation und Inzucht immer verrückter und wilder wurden. Ich erzähle euch mal drei der bekanntesten Legenden. Die Melonheads waren ursprünglich verlassene Kinder, um die sich ein Wissenschaftler namens Dr. Crow in seiner Einrichtung in Kirtland, Ohio, kümmern wollte. Während die Kinder in der Einrichtung blieben, führte Dr. Crow quälende Experimente an ihnen durch. Den Namen Melonheads bekamen sie, als der Doktor ihnen Chemikalien ins Gehirn injizierte, was dazu führte, dass ihre Schädel grotesk wuchsen. Aufgrund des abnormalen Wachstums entwickelten sie einen Hydrocephalus, der sie psychisch krank machte. Nach Jahren der Misshandlung brachten die Melonheads Dr. Crow brutal um und brannten seine Einrichtung nieder. Sie sollen dann die Wälder von Crybaby Bridge besiedelt haben. Um zu überleben, ernährten sie sich von allen Tieren, die sie jagen konnten. Aufgrund ihrer Paranoia gegenüber der Gesellschaft töten und fressen die Melonheads jeden, der sie sieht. Die Melonheads sollen sich überwiegend rund um Feldmenschen aufhalten. Einer Geschichte zufolge handelte es sich ursprünglich um Kinder mit Hydrocephalus, die im Junction Insane Asylum in der Nähe von Feldmenschen lebten. Weiterhin besagt die Legende, dass die Kinder einen Plan ausheckten, um zu fliehen und den Arzt töteten, der sie misshandelt hatte. Es wird gesagt, dass die Kinder keinen Platz hatten, um die Leiche zu verstecken, also zerschnitten sie den Mann in kleine Stücke und versteckten ihn rund um das Herrenhaus. Es gibt Gerüchte, dass Teenager, die in die Villa eingebrochen waren, Geister der Kinder sahen und behaupteten, durch das Licht einer offenen Tür Schatten der Ermordung des Arztes gesehen zu haben. Die Legende hat sich in der gesamten Region verbreitet und wurde 2011 sogar zum Thema eines Films mit dem schlichten Titel The Melonheads, der auf der Legende von West Michigan basiert. In Fairfield County, Connecticut, finden sich mehrere Variationen der Melonhead-Mythen. Es gibt aber zwei Hauptvarianten dort. Der ersten Variante des Mythos zufolge befand sich in Fairfield County eine Anstalt für geisteskranke Kriminelle, die im Herbst 1960 abbrannte, wobei das gesamte Personal und die meisten Patienten starben. Etwa 10 bis 20 Insassen wurden daraufhin als vermisst gemeldet und sollen angeblich in den Wald geflohen sein. Die Legende besagt, dass das Erscheinen der Melonheads darauf zurückzuführen ist, dass sie Kannibalismus betrieben haben, um die strengen Winter der Region zu überleben. Durch das Betreiben von Inzest sollen sie einen Hydrocephalus entwickelt haben. Der zweiten Variante zufolge sind die Melonheads Nachkommen einer Familie aus Shelton Trumbull, die in die Wälder verbannt wurde, nachdem man sie der Hexerei bezichtigte. Wie bei der ersten Variante führt das Aussehen der Melonheads auf Inzucht zurück. Was meint ihr? Existieren tatsächlich irgendwo in den Wäldern der USA deformierte Menschen? Oder ist alles nur eine Legende?